out today. I'd love to see you walk away. Yo, was geht ab, Leute? Willkommen bei einem Video heute wieder mit Thrasher Fishing 4. Und ja, wir sind am Windenbach unterwegs, da ich einen Tipp von Kollegen mitbekommen habe, dass hier einiges ganz gut geht. Ich habe ihn schon ein bisschen vorgeangelt. Ich zeige euch gleich mal das Equip. Also, er hat eben eine Nase hier gefangen, eine TR-Nase, 800 Gramm genau. Ja, also ein bisschen habe ich jetzt, bin ich schon hier. Wie lange sind wir denn jetzt hier? 26 Minuten. Ich habe gerade alle Fische mit. Ja, ein paar maßig, wie ihr seht. Aber auf jeden Fall Nase, Zobel, Laube, auch alles auf Grund. Seht ihr, was wir gefangen. Also besonders Nase, Zobel. Ich habe gerade mal die Hakengröße geändert. Ich hatte davor 24er Haken dran. Ich zeige euch das Setup jetzt auch mal ganz kurz. Also es ist ungefähr, ne? Also ich habe es jetzt auch nicht genau abgestimmt. Bei 13,5 Kilo ist eigentlich zu viel. Nur geflochtene. Dann habe ich mir gerade noch eben 4,4 Kilo Vorfächer gekauft und 22er Haken. Auf 24er hat er gebissen, aber eher Kleinzeug. Haben wir einen Fisch dran? Kann das sein? So. Und die Ruten sind eigentlich auch zu schwer, ne? Wenn man hier besonders hier auf die Kleinen auf ist. Oh, ein Gründling. Auch schön. Ja, da probieren wir jetzt mal. Vielleicht kriegen wir eine Trophy rein. Ich werde jetzt mal gucken. 26 Minuten bin ich jetzt am Angeln. Dann gucken wir gleich mal, wie lange wir werden. Ich denke, ich werde eine Real-Life-Time eine Stunde machen. Wenn wir eine Stunde angeln. Am Ende zeige ich euch auch genau, wo ich stehe. Viele kennen den Spot vielleicht schon. Normalerweise bin ich eher aus Karpfen zu angeln. Komm, probieren wir mal. Da ist nicht dran. Schade. Da ist, glaube ich, auch ein Fisch dran. Ich könnte, was ich noch machen könnte, das könnten wir auch mal noch probieren. Ja, ist ein Fisch dran. Wenn man die. Oh. Bremse zu. Haben wir da eine Flussmuschel wieder? Könnten wir eigentlich die Schrutenspitzen ändern, ne? Noch leichter, damit wir die besten Bisse besser sehen. Ein bisschen fester rauswerfen. Genau, Clip. Ich habe hier gar keinen Clip drin, nichts, einfach immer so bei 50 werfe ich raus, mal höher, mal tiefer. Ein Futterkorb, von daher passt es. Einfach nur Mistwurm drauf. Auf allen dreien habe ich Mistwurm drauf. Komm, holen wir mal die Ruten kurz rein. Da ist sogar ein Fisch dran. Mit Fähnchen. Machen wir mal die rechten dran. Ich hätte jetzt auch noch 5 Futterkörbe mit 5 Sterne kaufen können und etc. Aber ich habe mir gedacht, da ich auf die dritte Fortuna Carp spare, weil die HSV habe ich ja schon, gebe ich mal nicht so viel Geld. Genau, Lauben gehen hier auch, die so wie da hinten, glaube ich. Gehen hier auch ab und zu mal rein. So. Bin gespannt, wie das dann nachts sein wird. Natürlich, wenn ein Karpfen reingeht oder ein Wels oder sowas, auf Mistwurm könnte auch passieren. Oder was Größeres. Jetzt nicht so spaßig. Und ja, oh, da haben wir direkt wieder ein Biss, also ich brauche ja gar nicht hier zu stoppen, das Video. Befängt er sich da jetzt nicht? Oder wieder eine Muschel. Oh, mit 126 Gramm, ich weiß gar nicht, wann die Trophy ist. Habe ich mir gedacht, auf entspannt, mein Problem ist sowieso abgelaufen. Bin momentan in der New World Sucht. Habe ich mir gedacht, komm, auf entspannt ein bisschen angeln auf die kleinen Fische. Gucken, was da so geht, wie viel Silber dabei rauskommt. Also am BNC mache ich ja momentan mit 2 Routen, sage ich mal, weil die eine Route, da habe ich mit der HSV, kann man nicht so mitzählen, weil wenn da schon ein bisschen was Größeres einschickt, muss ich den schon ausdrillen. Mache ich so, was habe ich ja letztens gemacht, in einer Stunde 250, 300 Silber, je nachdem wie es läuft. Kann sein, dass wir hier mitkommen, gibt es auch Kaffeeaufträge, da können wir gleich mal machen. Schauen wir dann mal die Kaffeeaufträge. Zu Arland haben wir gefangen, Barsch, eine Brasse, auch nur 2 kleine. Bringt halt nicht viel Silber. Die mit Fähnchen natürlich schon besser. 126, weil ich gar nicht, hab ich vergessen. Gründling. Ja, 5 Lauben bis jetzt. 6. 11 Nasen oder was?
Dreimaßige, okay. Vielleicht müssen wir dann mal gucken, ob wir mit den Hacken höher gehen. Da könnt ihr nicht natürlich variieren und auch mal mit den Köderproben probieren. Mistwurm oder Regenwurm, Tauwurm. Obwohl ich da. Tauwurm geht ja gar nicht drauf dann. Oder eher Regenwurm oder was anderes. Schauen wir mal. Mal eben wieder ein Biss. Rundling mit Fähnchen. Sehr schön, sehr schön. Seht auch, ich schmeiß einfach aus. Was die Routen drinne. Lang sind wir jetzt? Haben wir Fangzeit? 31 Minuten. 34 Schüsse, klar, nicht alle maßig, aber ja. Gut, dann gucke ich mal. Dann melde ich, sehen wir uns gleich mal, vielleicht für ein paar mehr Bisse reinkommen, oder? Kommt jetzt ein Biss rein? Ja, da kommt noch ein Biss rein. Oh, direkt zwei, oh, vielleicht müssen wir gar nicht kurz stoppen. Oh, sogar drei. Oh, welche nehmen wir? Nehmen wir erstmal den hier. Oh, schon eine größere Nase mit 342 Gramm. Wäre natürlich jetzt perfekt, wenn wir die Trophäe rausziehen würden. Ich denke, mit dem Setup könnt ihr auch hier oder mit der Pose könnt ihr selbst hier einfach mal ein bisschen rumprobieren. Da ist auch, glaube ich, ein Fisch dran. Also die Nasen scheinen hier anscheinend echt gut zu gehen. Jo, haben wir was dran. Das ist noch gewohnt mit dem Anhauen noch eine Nase. Also Zielfisch. Auf jeden Fall da. Haben wir da jetzt auch wieder einen Fisch dran oder was? Nee. Immer so schlecht mit der grünen Schnur, ne? Da ging auf jeden Fall mal kurz runter. Oh. Kommen wir mal an. Nehmen wir mit. Genau, Zobel hatte ich auch, glaube ich, zwei, drei Stück. Die. Ne, drei, wie viel waren das, die maßig waren? Schauen wir mal kurz nach. Zobel. Ja, zwei Stück nur. Aber sechs Stück insgesamt. Also das Schlimmste, was auch passieren kann, ist einfach, wenn ich mir jetzt zum Beispiel sehe, 6,5 ist mit 10 Kilo Schnur, klar, ist zu viel, aber dafür haben wir halt das Vorfach da mit 4,4. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jetzt da ein Karpfen oder sowas raufgeht oder eine Pappe mit 5, 6 Kilo und reißt, dann reißt meistens das Vorfach. Also da brauche ich ja dann jetzt keine Angst zu haben, damit ihr das mal ungefähr so wisst. Hab halt von Anfang an mit den Routen, die ich bekommen habe, den geangelt, habe mir halt keine anderen gekauft. Aber man sieht, man kann auch, man fängt auch damit. Ist was dran oder eher nicht? Meint ihr? Nur einfach mal an. Komm. Echt was dran. Was ganz Kleines. Wieder eine Laube. Das geht hier auch. Und Mistwurm, ich habe gar nicht so viele Mistwürmer. Ich hoffe, ich kann welche im Kaffee kaufen. Dann muss ich mal zum Kaffee rüber rennen. Eine Nase. Mal ein bisschen weiter aus. Dann schauen wir mal, was die Nacht bringt. Gut, ich renne schnell zum Kaffee und guck mal, wie viele Mistwürmer haben wir denn noch? Naturköder. Oh, 32 Stück. Renne ich schnell zum Kaffee. Ein bisschen nehmen wir noch mit. Eine Laube mit 66. Mal gerade reingeworfen schon. Oh, hier. Also, wie ihr seht, es beißt sehr gut. Bin ich mal gespannt, was wir da mit Silber dann rauskommen. Don Kaulbarsch mit 93 Gramm. Sehr schön. Der sieht ja mal geil aus, der Fisch. Hatte ich, glaube ich, bis jetzt nur einmal und das war. Das war auch hier mitmacht, glaube ich. Bin mir gar nicht sicher. Wieder ein Fisch dran.
Gründling. Bin am Überlegen, ob wir vielleicht mal bei einer mal probieren, da. Ich hatte, glaube ich, einen 14er Haken bei der eben drauf. Da könnten wir mal auch probieren. Komm, machen wir das mal. Och. Oh, das war ein Fehler. Fehler. Eine Güster von 313. Bin ich mal kurz auf den Desktop gerufen. Machen wir 14er. Ich habe halt nichts anderes leider. Machen wir einfach mal einen 14er. Ich weiß nicht, ob der besser ist. Machen wir mal den dran. Mit Mistwurm. Gucken mal, was dann da drauf kommt. Eigentlich hätte ich lieber einen 16er. Vielleicht renne ich doch, glaube ich, mal gleich zum Café. Schau mal, auch wegen Mistwürmern. Eine Brasse. So, ich renne mal schnell zum Café und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir zurück am Spot und die Schnur hier links und rechts verteilt. Ich glaube, auf jeder ein Biss sogar. Haben wir uns kurz 100 Mustwürmer gab es nur. Ein Zobel dran. Wieder 100 Silber gekostet. Plus ein Haken. Auch mal wieder 38. Einer dran. Aufhört er mit der 14er. Gut. Ich glaube, ich habe mir jetzt den 16er geholt. No. Ja. Perfekt. War den dran. Mist, wenn man jetzt genug. Ich würde natürlich auch andere Köder probieren, aber wenn es läuft, warum? Machen wir doch, habe ich mir überlegt, machen wir doch die 100 Fische voll, dann gucken wir mal. Wie lange? Kommen sie ein bisschen zu. Eine Brasse. Auf jeden Fall sehr viele Fischarten, die man hier fangen kann. So, Leute, ich habe noch ein bisschen gefischt. Fisch rausholen. Einen können wir noch. Das war trotzdem mal rein die Angel. So, das wird der letzte Fisch sein. Da haben wir die 100 voll. Leider war keine Trophy dabei. Sonst hättet ihr es wahrscheinlich gesehen. Die lassen wir. Die holen wir kurz ran und lassen wir stehen. Gucken wir mal insgesamt, wo ich dazu sagen muss, ich habe auf der ganz rechten Route, habe ich den Haken gewechselt, weil da ging kaum was. Also ab und zu klar war ein bisschen Fisch, aber und den Regenwurm habe ich mal drauf gemacht. Ja, mit ein bisschen probieren, gucken wir jetzt mal, wie lange wir gebraucht haben, bis der Kescher voll war und was wir da jetzt in Silber gemacht haben. Also insgesamt haben wir jetzt Stunde 29, Ipapo. Bisschen weniger kann man mitrechnen, ne, von links her jetzt. 1 Stunde 29, wie gesagt, Regenwurm, Mistwurm. Ach genau, ich wollte euch noch kurz, müssen wir noch mal kurz zurückgehen. Zeige ich euch auf der Karte, wo das genau ist. Zeige ich euch noch mal kurz mein Setup. Was ich dazu sagen muss, mit einer leichten Route, mit einer leichteren Route wäre es auf jeden Fall viel besser. Weil mit so einer Route müsst ihr manchmal gucken, ob da kein Fisch dran ist. Einfach mal hochheben und R drücken. Weil die hat halt 14 Kilogramm Tragfähigkeit plus die Rolle. Ja, es geht. Also es geht auf jeden Fall, habt ihr ja selbst gesehen. Wir stehen am Windenbach bei G3, 107, 123. Und dort hinten können wir auch noch machen. Könnt ihr theoretisch auch mal probieren. Da werde ich vielleicht noch ein Video zu machen. Einfach ohne Clip vorne rausschmeißen. Was war das denn, ne? Hab ich geredet, kommt ein Pfeifturm raus. Aber mal probieren, links, rechts, geradeaus, 30, also unten, Kurbel 30, dann 40, 50, mal vielleicht auch an die Kante werfen. Einfach mal ausprobieren, vielleicht stelle ich mich gleich noch ein bisschen hin, angeln noch ein bisschen, probiere vielleicht die Trophy zu fangen. Ich denke mal, wenn man sich da ein bisschen hinstellt, mal ein bisschen länger, dann auch mal vielleicht mal ein bisschen mit der Pose mal nebenbei ein bisschen, könnte schon gut rein sein, dass man die Trophy fängt. Ist natürlich alles mit Zeit, gucken wir mal auf. Wo war denn hier nochmal das Café? Ich war lange nicht mehr am Windenbach. Ich glaube hier, oder? Das ist die Werkstatt. Wo war denn hier nochmal das Café jetzt? Ja, genau hier. Das ist der Fischmarkt, da ist das Café.
So, dann gucken wir mal. Schläfergründelfrosch haben wir nicht. Giebel haben wir eine. Brauchen wir 4 Stück, können wir nicht. Rotauge 7 Stück haben wir leider auch nicht. Laube 2, 5 Stück, 21 Silber ab 20 Gramm. Machen wir mal nach Gewicht. 5 Stück, 21 Silber. So, haben wir das schon mal. Güster 4 Stück, auch 21 Silber nach Gewicht. Sind wir bei 42 Silber. Ist der Hasel, haben wir auch keine. Eine Brasse haben wir auch keine. Lustmuschel, ah, das ist Trophy, glaube ich. 11 Kilo Brasse, 1 Kilo, 4 Stück. Ah, okay. Gut, sind wir bei 42 Silber. Und jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir mal nach den Preisen. Der Donnenkaulbarsch gibt 10 Silber. Okay, das ist nice. Selbst die Flussmuschel. Ich habe, also jetzt seht ihr mal, was ich ungefähr so gefangen habe. Die Lauben geben alleine schon 2,8 Silber. Also, ich sag mal, für den Anfang, wenn ihr neu seid, wie ihr seht, am besten macht ihr immer die Kaffeeaufträge. Normalerweise kann man dann jetzt warten und guckt. Können wir das theoretisch mal kurz mal machen? 31. Das sind ein Tag. Ja, gut, die sind halt schon lange jetzt drin. Ne? Müsst halt gucken. Alles sehr lange. Hier 11, das sind vielleicht 11 Stunden, aber gut, da gibt man das lieber an, ab und angelt dann weiter. Und dann gucken wir mal insgesamt. 42 Silber. Sind wir bei 110 Silber. Der warte, 110, was für 110? 130 Silber ungefähr. Ja, pipapo, 120, 130 Silber in 1,5 Stunden circa. Und macht total in Ordnung, finde ich. Besonders für die kleinen Fische. Wenn man dann noch ein bisschen umprobiert mit den Haken, je nachdem, sag ich mal, vielleicht mal statt ein 22er einen 20er Haken dran macht oder so, dass man vielleicht mehr. Jetzt kommt mir das Wort nicht rein. Mehr. Gott. Maßige Fische, so ist es. Denkt. Kommt man auf jeden Fall gut bei raus. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Kommi da. Ein Abo, würde mich freuen. Resonanz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe das Video jetzt mal vorgeschoben, weil ich da Lust drauf hatte, weil ich hatte Bock, mal den Spot da zu beangeln. Der nächste Spot kommt dann da. Also ich spoilere euch jetzt mal, wo ich 5 Trophies, glaube ich, an einer Stelle gefangen habe. Das kommt dann im nächsten Video an der alten Festung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Exo. Ciao, ciao.